Hey Bros, ich bin Jack, der eine Freundin, das eingeschaltet hat. Weiter geht's mit Battlefield 1 und ja, hoffentlich geht's diesmal ein bisschen besser. Ja, hoffentlich geht's diesmal ein bisschen besser. Wir spielen wieder Kriegsdauben und für die letzte Runde 4 Minuten. Ich hatte mal wieder ein Team, das war so amazing. Und komischerweise habe ich mit diesen, bei dieser Map immer so ein bisschen Lags. Aber wird schon passen. So, wir machen jetzt hier mal den hier. Dann machen wir mal den hier. Das ist eigentlich beides überhaupt nichts bringt. Und ich glaube, der ist da hochgelaufen, ne? Ja, der ist da hoch. Okay, der ist auf jeden Fall da nach oben. Weil ich gleich mal schauen, dass ich den vielleicht irgendwie wegsnipe. Oh, hier haben wir schon mal einen. Oh, shit. Das war nichts. Aber Hilfe zählt das Kill. Immerhin. Ich glaube, mein Team wird wieder richtig ablosen. Ja, und schon wieder Taube freigelassen, weißt du? Super. Den kriege ich aber. Yes! Wenigstens habe ich den gekriegt. Ja, mir egal. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen schön zu snipen. Ein paar nette Kills zu machen. Meine Hoffnung auf Gewinn habe ich eh keine. Hier. In so einem Team auf keinen Fall. Oh, 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 oh. Wo ist denn der? Ist der tot? Keine Ahnung. Die Scherbe wurde geordert. Wo denn? Lauf mal hier hoch. Heute hoch kann ich nicht. Okay, hier mache ich jetzt mal eine Stolperfalle hin. Oh, das war nichts. Jetzt habe ich ihn einmal. Und, komm raus. Ah, nein, habe ich leider nicht gesehen. Was? Der Wichser mich jetzt einfach weggemacht. Ah, da habe ich jetzt aber Gott echt scheiße gebaut. Ja, und wieder kann er einfach die Taube locker flockig. Ah, scheiße. Wieder kann er die Taube einfach locker flockig wieder freilassen. Wow. Also mein Team ist heftig. Ich habe so ein heftiges Team. So ein heftiges Team. Ohne Scheiß. Das sind Pros, die sollten alle ESL gehen. Der Feind muss nur noch eine Taube abliefern. Die sollten alle ESL spielen gehen. Ja, versuchen wir mal hier ein bisschen. Ein bisschen zu snipen. Da. Hoppa. Hoppa, wäre fast noch einer geworden. In der Nähe deiner Position ist ein Soldat-Kit verfügbar. Vorsicht. Ist er noch da oben? Der Feind hat die Taube gebrochen. Nächster Headshot. Und noch ein Headshot. Oh fuck, Alter. Da sind viele. Oh, hier ist ein Wachsoldaten-Kit. Direkt hier. Das ist aber nett. Das ist auch von Villa Perosa. Die nehme ich mir gerne. Die nehme ich mir sehr gerne. Weil die Morgi. Nur. Ich sehe halt eben das Blöde, dass ich kein Team habe. Dass ich mir Objective spielen kann. Und die könnten mich eigentlich schön hochheilen. Mir helfen. Aber das kannst du hier leider vergessen. Der nächste. Oh shit. Wenn du das Feuer laufe ich nicht. Ja, und deswegen bin ich auch sehr schnell down. Weil sich keiner irgendwie denkt. Ey! Wachsoldaten, den muss man retten. Den muss man heilen. Nö. Warte, wie konnte ich da gerade vorbeischießen? Und ja, ist vorbei. Wieder mal eine sehr schnelle Runde. Egal, ich habe ein paar nette Headshots verteilt. Das passt schon. Ich habe ein paar sehr nette Headshots verteilt. Und das genügt mir. Mein Team ist echt traurig, also keine Ahnung. Was die machen, I don't know. Ohne Scheiß, ich weiß es nicht.
Jetzt würde ich auch gerne gucken, ob ich, wie viele Headshots ich verteilt habe. Ob ich das, ob man das noch sieht. Kann man das noch irgendwo sehen? Würde ich jetzt gerne sehen, wie viele ich verteilt habe. Oder ob ich hier auch am meisten Headshots... Nee, das wird gar nicht gezeigt. Okay, dann halt nicht hier persönlich. Okay, ist Verluste. Aha. Sieht man das irgendwo? Nö. Sieht man jetzt nicht unbedingt. Auch egal. Gut, Leute, das war wieder mal eine Runde Kriegstauben mit dem schlimmsten Team ever. Aber ey, ich habe 3 Headshots hintereinander, glaube ich, verteilt. Oder? 3 Headshots hintereinander, glaube ich, waren das. Oder 2 und dann einer und dann noch einer. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall schöne Headshots. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in den Kommentaren Hashtag schöne Headshots und bis zum nächsten Mal. Tschüss.